Blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Teil 1. Wir sind dabei, Gems zu sammeln. Boulder Dash steht an. Läuft. Der ist auch fies, der Boulder Dash. Ich weiß nicht, da muss irgendwo oben im Off eine Kiste sein, die ich nicht gesehen habe, Leute. Achtet mal bitte drauf, wir werden das hier zweimal laufen müssen. Ich hoffe, es geht jetzt auch ein bisschen schneller, weil die Level einfacher werden. Soweit ich weiß, haben sie auch schon Unwetter angekündigt nach der Hitze. Ja, muss. Wenn es so heiß ist, der Luftdruck und so, das muss ich wieder ausgleichen. Der holt den nicht immer aus dem Ohr. Ich glaube, manchmal holt er den aus der Hose. Das war dumm. Oh, wow. Ich wollte nur gucken, ob da oben was ist. So, jetzt achtet mal ganz genau bitte auf die Umgebung, damit ihr mir gleich sagen könnt, warum ich so ein Idiot bin. Nein, wo die Kisten sind, die mir fehlen. Ja, der Level ist auch einfach. Habe ich auch nie an was anderes behauptet. Aber man findet trotzdem die Kisten nicht immer. Also, oder es war im zweiten Teil, wo ich ein Level hatte, wo so eine Kiste halt so asozial versteckt war. Weil ich als Kind immer so eine Panik vor diesen Leveln hier hatte, dann war das dann noch schlimmer. Im zweiten Level wird es richtig eklig, wenn man dann, also da haben sie sich wirklich übertroffen mit dem Blödsinn. Vor allem, wenn man dann auf einem Vieh reiten muss, während man verfolgt wird. Von so einem Stein. Das ist heftig, Leute. Das ist richtig heftig. Und überall Nitro, die kommen ja erst im nächsten Teil, im zweiten. Da beginnt das ja mit Nitro-Kisten. Und das wird dann richtig eklig, weil wenn man Nitro berührt, ist man natürlich tot. Ich sehe aber so nichts, ne? Ja, jetzt macht das noch bewegend, Freunde. Macht es bewegend. Immerhin bewegen sie sich synchron. Das ist schon mal gut. Gut, dass es mich nicht gekillt hat. Hätte ich mich schon erwartet. Okay, schauen wir nochmal. Bitte nicht mehr ausbremsen lassen von den blöden Zäunen, die sie hier aus irgendeinem Grund in den Wald stellen. Wir sind auf einer tropischen Insel im Urwald, weißt du? Machen wir Zäune dahin. Und dann kein geschlossener Zaun, sondern halt nur so zwei Bretter. Läuft. Und ja, das hier laufe ich schon automatisch durch. Die Level hier sind doch echt einfach. Da habe ich den zweiten Teil härter in Erinnerung. Aber auch da, wenn man die auswendig lernt, sind die auch in Ordnung. Ist auch kein Problem mehr mit. Ja, guck mal, wo fehlen mir... Ich habe die Hälfte aller Kisten nicht bekommen. Wo, Leute? Wo? Ach so, oder das hier. Dann kann auch sein, warum. Ja, sorry, habe ich nicht gesehen. Oh, das ist ja cool. Okay, vielleicht sind sie hier. Ich gebe es ja zu. Ultra viele Leben. Ich dachte, das wäre irgendwie Todesplattform, aber ich muss das trotzdem ausprobieren. Okay, vielleicht sind die Kisten halt auch hier, ne? Das war vielleicht nicht so klug. Ich bin so ein Held, ey. Ja, okay. Wie gesagt, den Gem hatte ich noch nie, deswegen keine Ahnung. Macht natürlich Sinn, wenn wir hier den blöden Gem brauchen. Ich wusste nicht mehr, dass es Boulder Dash war. Okay, gibt keine Kiste mehr. Aber wie gesagt, im zweiten Teil musstest du echt beim Gehen die versteckten Kisten und sowas holen. Das war echt fies. Beim hier rumlatschen. Jetzt ist einfach nur, weil mir es egal ist, ob ich sterbe oder nicht, ne, dass ich so oft drauf gehe. Es ist vollkommen unnötig, hier so oft drauf zu gehen. Aber jetzt fällt so ein bisschen die Anspannung von eben von mir ab. Hier, aber guck, ne, dabei so... Zweiten gibt es ja auch unsichtbare Teleporter in andere Levels. Ach ja, stimmt, den misst ja auch noch. Oh. Das war ein Blödsinn. Da kannst du echt nur mit... Finde ich. Da kannst du nur mit Dings arbeiten. Mit Lösung. So, weg mit euch. Dreckiges Pack.
Yay, wieder einer. Sehr gut, hat gepasst. Läuft, nächstes Level. Guck, so viel, dass es ihm aus dem Ohr zieht. 90%. Geil, danke Gimli. Danke, danke, danke. Läuft, läuft, läuft. Freut mich, dass doch noch ein paar da sind heute. Hätte ich auch gar nicht mit gerechnet eigentlich. Gerade auch wegen dem Nachtsdings. Oh, Road to Nowhere. Oh nein. Ich gönne mir mal eine Dusche, ja, dann viel Erfolg, Shiro. Kannst für mich gerne mitduschen, denn, ja, ist mir auch ein bisschen blach. Direct attacks don't hurt these high altitude hogs. Oh, dieses Level, ey. Da gehst du kaputt. Ich bin schon froh, dass es jetzt immer einfacher werden sollte. Ach ja, stimmt, der Kram. Darum gehe ich nicht gerne über die Seile. Es ist einfach zu flimsy. Es ist richtig scheiße gemacht, da drüber zu gehen. Ich meine, man soll es ja auch nicht. Aha! Dass man darauf nicht stehen kann, ist wieder mal so ein Unding, ey. Ich habe immer so Panik vor diesem scheiß TNT-Blödsinn. Guten Hunger, Kadex. Ja, gegessen habe ich heute auch nicht wirklich viel. Jetzt würde ich gerne über das Seil gehen, wenn es geht. Einfach damit ich das blöde Vieh nicht mehr ertragen muss. Weil die sind mir echt zu doof. Hier gibt es definitiv... Hier gibt es kein Doch, hier gibt es ein Bonus-Level. Aber das habe ich doch mitgemacht beim letzten Mal. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das heißt, hier gibt es irgendwo versteckte Kisten. Könnt ihr mir sagen, wo die sind? Zum Beispiel hier runter oder so. Da war mir klar, dass das nicht der Fall ist, aber ich habe so viel Leben, who cares. Jetzt kann ich auch gerade mal ein bisschen... Ah, oh, ihr Mistviecher. Hallo Unfug, schön, dass du reinschaust. Yay, Unfug ist da. Ja, ich stelle mich mal wieder nicht... Ich zeige mich mal wieder nicht von meiner besten Seite. Die Glanzleistungen eben hast du nicht gesehen, leider. Es tut mir leid. Ist ein bisschen schade, aber es ist so. Da haben wir das zweite fürs Bonus-Level. Das war knapp. Seht mal den Schatten an. Es gibt hier gar keine Tiefe. Es ist eigentlich ein Boden. Das Spiel tut nur so, als würde man dann fallen. Spielt dann einfach nur die Animation ab, aber man sieht das hier einfach eben. Mit dem Schatten sieht man das. Jetzt wäre der Schatten nicht mehr da. Wirklich? Was war das denn? Gary macht nur Unfug. Hahaha. Was hast du denn gemacht? Ja, wir haben alle Diamanten, also beziehungsweise alle edelsteinig Diamanten, das Blödsinn. Das war dumm von mir. Das darf er gern tun, ja. Guck mal, ich krieg schon wieder die Mitleidsmaske vom Spiel. Ja, und da ist das Vieh wenigstens weg, I don't care. Verschwinde, Uku Uku. Buka Buka. Mr. Sambuka. Ahaha, deshalb habe ich nicht alle bekommen, okay. Können wir eigentlich von ausgehen, dass das die meisten sind, ne, wo ich den Edelstein für brauchte. Lalala. Oh, Joy? Das kann nicht funktionieren, Leute. Wie soll das denn bitte gehen? Das kann nicht. Ich kann so... Ach so, warte mal. Ich kann so hoch nicht springen. Hey, Neo! Schön, dass du reinschaust. Und warum so viel lololololol? Weil ich mir so scheiße anschaue. Komm, ich kann doch hier vorbeigehen. Ich bin ein Held. Das könnte gehen. Der ist auch gemein, ne? Aha, sehr gut. Aha, und nu? Und nu war es das wieder. Super. Ich hab keine Ahnung, was ich da oben machen soll. Ist schön, dass ich da trotzdem Leben verliere. Ja gut, ist auch kein Bonus-Level, ne? Kann mir einer sagen, was ich hier machen soll? Soll ich dann oben aufs Dach oder was? Kein Plan.
Ich muss ja irgendwie auch das TNT-Ding noch zerstören und weiß nicht wie. Könnte ich mit der Maske machen, aber... Ne, ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Kann mir jemand mal sagen, was ich da tun muss? Weiß das jemand? Neo, sag mal. Jetzt kein anderer Kommentar zum Wortspiel. Ach so, ja. Läuft. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe versucht drauf zu springen, aber wie wär's mit Springen, Unfug? Ich habe das Gefühl, ich muss drauf springen, um das TNT loszuwerden. Ich probiere das jetzt nochmal. Ich meine, ich habe 89 Leben noch, ist alles gut. So viel Leben hatte ich noch nie in Crash Bandicoot, Leute. Niemals, ever. Wie gesagt, ich glaube, ich muss drauf springen, um das TNT loszuwerden. Ich habe keine Ahnung, wofür da oben diese Kisten sind, aber... Ja, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich habe gehört, er kann sich gut drehen, ja. Kann er. Guck. Pirouetten machen ist ja der Meister drin. Das ist das Einzige, wie er sich verteidigen kann. Zumindest in dem Teil. Im dritten Teil hat er dann eine Bazooka unter anderem. Er kann sich ja noch ducken und er kann dann auch einen Bauchklatscher machen. Mit Sprung und B. Und er kann Doppelsprünge machen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll, Leute. Ah, okay, jetzt weiß ich. Alles gut. Läuft. Und ich hoffe, das waren jetzt alle, die ich hier benötigt habe. Ach so. (lacht) 26. Hoffen wir, dass das passt. Einmal gespielt, damals auf der PS, beim Nitro-Endboss, als sein Freund nicht weitergekommen ist damals und ich mal den Boss probieren wollte, hab den auch besiegt. Mein Freund hat es nicht mehr gepackt, waren aber auch S8 oder so. Oh, nice. Mhm. Den habe ich eben auch gekillt in Nitro. Der war eine Sau. Hahaha, immer diese Einfeldsprünge, ne? Das ist schon bei Mario ein No-Go. Ja, okay, hierauf habe ich keinen Bock. La 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 la. Speedrun Strats. La 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 la. Wenn ich nicht so unreliable damit wäre. Denn jetzt wird's wieder nicht funktionieren. Ja, ich dachte es mir. Ficken. Ficken, ficken den ganzen Tag. Sorry für den Ausdruck, aber das war ja echt mal eine Schweinerei. Na, Freund. Schön auf dein Seil und einmal tanzen, bitte. Danke. Läuft. Lalalala. Es ist so unfair eigentlich, dass man die Level praktisch so überspringen kann. Hui! Hallo Schweinchen, tschüss! So, jetzt gib mir die Troller. Danke. Yeah, gib mir die Troller, Baby. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Oh, bin ich wieder Millisekunde zu früh abgesprungen, ey. Du glaubst es nicht. Ja, Millisekunde einfach. Ja, das ist ein geiler Mechanismus hier. Die Physik-Sachen hier sind schon irgendwie lustig. So, Physik in Anführungszeichen, maybe. Läuft. Zwei Kisten fehlen mir nur. Warte. Ach, weißt du was? Scheiß drauf, Speedrun Strats. So. Hui. Nö. Einfach nur nö. Really? Mir fehlen zwei Kisten, period? Ach so, warte mal. Die zwei Kisten kriege ich jetzt hier mit. Ja, thank you. Willst du mich verarschen, Game? Wie soll das bitte gehen? Hä? Was war da denn bitte? Was war da denn bitte falsch?
kann die Kamera nicht drehen, by the way. Oh, ich hasse diese unsichtbare Scheiße. You gotta be shitting me, man. Ja, gut, okay, das war mein Fehler. Weil jetzt bei der unsichtbaren Kacke, ne, kriege ich was an mich. Da kriege ich echt was an mich. Das ist absolut grauenvoll, Leute. Wenn ich das beim zweiten Teil 100, wenn ich beim zweiten Teil 100% machen will, Leute, schlag mich tot. It's better. Better for all of us. Immerhin zeigen die Äpfel an, wie viel da ist. Da sind meine Kisten! Und mein schöner Diamant. Edelsteinchen. Schweinchensteinchen. Yay! Ja, guck, hat es wieder aus dem Hintern gezogen. Und nicht aus dem Ohr. 91%. Ah! Oh, was ist hier gerade Gewitter? Ich dachte, hier gab es gerade einen Blitz. Nee, okay, alles gut. Alles gut. Oh, doch. Aber es ist sehr weit weg. Hoffentlich bleibt es so weit weg. Okay, jetzt wird es Zeit, dass wir erst nochmal schön saven. 4% läuft. Wir nähern uns den 100. Wir nähern uns den 100%. Temple Ruins. Ah, das kann nur gut werden. Aber ich glaube, hier brauchten wir auch einen Gem, ne? Follow the trail of Wumperfruit. Na, danke für den Hint. Ich find's gut, dass die nicht random sind, ehrlich gesagt. Schön, dass man hier wenigstens ein bisschen Hinweise bekommt. Danke. Ja gut, das Level hier sollte jetzt gar kein Ding mehr sein, ne? Nach der Scheiße, die wir da heute schon durch hatten. Ist das ja gar nichts. 16 Minuten? Ja, 16 Minuten. Ich glaube, das war nicht so klug, oder? Ich schätze mal, jedes Mal zacke ich mir das Bonuslevel damit, wenn ich die blöde Schlange da reinfeuer. That's what she said. Könnte ich mir vorstellen. Ach ja, ihr wieder. Ist nur nichts Neues mehr eingefallen, ne? Oh, guck mal, nur ein Stampfer, wie süß. Oh, hallo. Tschüss. BB Shiro. Ich hoffe, das Duschen hat gut getan. Follow the trail of Wumperfruits. Ja, müsste ich. Die Hälfte habe ich schon. Gott, das Level ist ja so easy peasy, ey. Gegenüber die am Ende kommen. Oh, ist das hier super leicht und schön. Tschüss. Okay, passt. Passt. Ach ja, guck mal, wie langsam die sind, ey. Passt. Ja, sieht jemand den Trail aus Wumperfruits? Ich sehe ihn nicht. Oh ja, dann. Super. Ach, da ist der Trail aus Wumperfruits, okay. Oh, nice. Ja, das dürfte es wohl gewesen sein. Warum habe ich gerade einen abbekommen? Jetzt nur noch 9. Da ist auch ein Trail aus Wumperfruits. Okay. Das war der reguläre Weg. Danke. Nur noch 6. Komm schon, das kriegen wir doch hin, oder? Der Juckreiz? Oh, okay. Juckt's im Schritt, Shiro? Meldet sich der Tripper wieder. Ah, ist schon schlimm, ne? Schon scheiße. War nur Spaß. Das meine ich doch nicht ernst. Okay, läuft. 2 noch. Wetten, die haben wir vergessen? Wetten wir's? Nee, das kriege ich sogar ohne Sterben hin. Ja, wir haben eine vergessen. You gotta be fucking kidding me. Wo? W-
Wo haben wir die eine vergessen, Leute? Nicht im Schritt oder was? Wo haben wir sie vergessen? Bitte sagt's mir, ich will das schaffen. Und das Level ist absolut easy peasy, das ist gar kein Ding. Ich könnte mir vorstellen, wo wir sie vergessen haben, aber das macht auch nicht wirklich Sinn. Gut, dass wir die Maske zu dem Zeitpunkt hatten, das macht's einfacher, aber... Keine Ahnung. Fehlen nicht mehr viele, wir haben nur noch fünf Steine oder so, die wir brauchen. Und die Level hier sind ja ein absoluter Witz, also die kriegen wir ja locker. Muss nur einer sagen, wo ich die Box vergessen habe. Wo war die? Hat das irgendjemand gesehen? Das ist nicht so geil. Denn das oben kriege ich nicht kaputt so. Wie, guck mal, wie die Dinger immer hier rauskommen wollen. An der spitzen Nase habe ich eine dicke Maske. Ja. Danke. Guck mal, wie ich jetzt sogar ein Maskenlevel verloren habe. Ein bisschen Arsch. Eine blöde Kiste. Ich suche eine Kau. Eine Kiste. Bonuslevel gibt es hier auch keins. Das Schlimme ist, so asozial wie die Bonuslevel sind, ne? Früher hat man sich drüber gefreut, wenn man eins gefunden hat. Ja. Das war nicht so klug, aber ich krieg ein bisschen mehr Zeug daraus. Eigentlich müsste ich mal einen Allergietest machen lassen. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Allergietest ist immer kacke. Bei mir kam nie was raus. Aber trotzdem bin ich gegen Raps allergisch. Könnt ihr mir sagen, was sie wollen? Das ist so gemein, wie man die Fledermäuse hier behandelt, ey. Da sind das voll die knuffigen Viechers. Wo habe ich eine übersehen, Leute? Wahrscheinlich hier oder so. Ist irgendwo, wenn man hier draufspringt, noch irgendwo einer am Rumwurschteln. Ja, da war ich zu weit vorne, da wurde ich unvorsichtig und unkonzentriert. Ja, nur eine Kiste. Ja, die letzte Kiste, denke ich auch, dass dies vielleicht war, Shiro. Aber ich wollte nicht mehr nachgucken, ob da noch eine unsichtbar ist oder nicht und ich am Ende doch noch in den Abgrund fliege, deswegen. Das war mir irgendwie zu risky. Ich weiß nicht, ob ich so schwitze, weil ich krank bin, weil ich gerade streame. Oder weil mir so heiß ist. Es ist sehr unangenehm gerade. Ja. Das ist nur Stufe 1, das ist nicht so cool. Ich hätte gerne Stufe 2 schon. Aber dann hätte ich jetzt nämlich Stufe 3. Also. Ne, guck. Die haben wir nämlich alle erledigt eben. Hier ist sonst auch keine mehr. Dass da noch eine oben drüber gewesen wäre, weißt du? Die drei haben wir auch noch mitgenommen beim letzten Mal. Du denkst ans falsche Level, Kadex. Das ist nicht das Level. Das Level haben wir schon fertig mit dem unsichtbaren Pfad. Das war eins, das später kam. Das war dumm. Temple Ruins? Ich glaube, es heißt Temple Ruins. Tempelruinen halt. Ich soll die Viecher einfach nochmal wegklatschen. Das war dumm. Ja, wenn es eine unsichtbare Kiste gäbe, ich habe gerade alles abgesucht dafür. Dammit, nervt mich das gerade. Manchmal ist das 3D so arsch. What? Wieso hat mich einer davon gehimmelt? Oh, ich bin so dumm. All diese Tode sind so unnötig und trotzdem ist es mir egal. Ja, das auch. Doch, das hat auch einen. Was? Wo denn? Kadex, dann sag mir wo. Und das nur für eine Kiste? Kannst du mir das nicht erzählen? Achso, das war dumm.
Und den da links, den habe ich eben zweimal genommen. Aber da habe ich trotzdem eine Kiste nicht bekommen mit. Und ich weiß nicht warum. Da, die drei Kisten haben wir nämlich das letzte Mal auch und den Kram. Hier ist sonst auch nichts mehr. Ja, ich mag es einfach, die Wumpers durch die Gegend zu werfen. Hier ist doch sonst nichts. Vor so einem Sperrteil. Ja, nach rechts? Ja, muss mir sagen, wo, weil ich habe da nirgendwo was gesehen. Nicht mal ansatzweise. Gucken wir gleich mal, wenn ich so weit kommen sollte. Weil momentan ist meine Konzentration da nämlich nicht mehr so geil. Dahin muss ich, okay. Tschüss. So, mir fehlen 5 Stück. Kannst du vergessen, hier kriege ich keine 5 mehr, hier kriege ich noch 4. Und zwar mehr oder weniger exakt 4. Vielleicht sogar jetzt nur noch 3. Ja, 4. Ich krieg exakt 4. Mir fehlt wieder genau eine Kiste, Leute. Ich muss die Scheiße hier nochmal machen. Ja, seht ihr noch eine Kiste? Oh ne, diesmal passt's, hä? Wollte ich letztes Mal eine Kiste ver... Ja, ist okay. Wollte ich letztes Mal eine Kiste verpeilt, bitte? Ich hätte gehen sollen. Irgendwo habe ich letztes Mal eine Kiste verpeilt. Ist egal. Ist egal, ich habe den blöden Diamant, alles gut. Nee, Kadex, da war nirgendwo was Unsichtbares. Habe ich jetzt nämlich auch nicht eingesammelt. Ich weiß nicht, irgendwo muss ich vorhin versehentlich eine Kiste übersehen haben, I don't know, aber jetzt ging's ja. Also nicht weiter Video schauen? Nee, ist in Ordnung, Shiro, danke. Danke, danke. Dankeschön. Hashtag ist egal, genau. Läuft. Und auch nicht vergessen, das muss immer mit dem Hashtag, Hashtag sind scheiße. Ne, muss dabei, der Hashtag. Dankeschön, Unfug. So, jetzt gucken wir mal, was fehlt uns hier noch? Den haben wir. Erste Insel fehlt jetzt noch was. Native Fortress wird das nächste. Sehr schön. Wir machen aber keinen Überlänge-Part. Das machen wir beim nächsten Mal. Und ich denke, beim nächsten Mal haben wir dann alle fertig. Freut euch drauf. Bis dann, Leute. Tschüss.